Aus Israel berichtet für uns Michael Beverunge. Er ist uns jetzt aus Tel Aviv zugeschaltet. Guten Tag, Herr Beverunge. Guten Tag nach Bonn. Herr Beverunge, gerade vor dem Hintergrund dieser jüngsten Angriffe, für wie angespannt halten Sie die Situation gerade? Wie angespannt nehmen Sie das alles wahr? Ja, die Situation ist natürlich gerade mal wieder besonders angespannt. Es läuft ja hier quasi immer ein gewisses Ritual der Gewalt, ein Zyklus der Gewalt ab. Den einen Teil haben wir schon gesehen. Es gab gestern diese massive bewaffnete Auseinandersetzung mit vielen Toten und verletzten Zivilisten. Der erste Teil ist dann, dass die Hamas Raketen aus Gaza feuert. Der zweite Teil ist dann, dass die israelische Armee einen Gegenangriff fliegt. Und der dritte Teil, darauf wartet Israel, dass es wahrscheinlich heute oder morgen zumindest den Versuch gibt, einen Terroranschlag zu begehen. Jedenfalls rufen Terrororganisationen wie Hamas und Islamischer Dschihad dazu auf. Und insofern ist Israel im Moment in gespannter Erwartung. Herr Beverunge, was erwarten Sie denn? Wie weit dreht sich diese Gewaltspirale denn möglicherweise noch weiter? Es gibt ja Sicherheitsexperten, die durchaus erwarten, dass das in den kommenden Wochen, ich habe es eben auch schon mal gesagt, gerade mit Blick auf die religiösen Festtage, die da anstehen, noch heftiger werden könnte. Naja, das Problem beim Drehen dieser Gewaltspirale ist, dass eben niemand dagegen dreht, sondern sie dreht sich einfach weiter und niemand greift in diese Spirale ein, niemand versucht, das Räderwerk zu stoppen. Es gab jetzt im Hintergrund Verhandlungen zwischen den USA, zwischen der Palästinenserbehörde. Die Sicherheitskooperation zwischen Israel und der Palästinenserbehörde ist ja gestoppt. Man versucht, das wieder in Gang zu bringen, denn natürlich finden diese Razzien in Jenin und Nablus vor allem statt, weil die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle dort verloren hat. Das war aber bisher, wie man gesehen hat, nicht sehr erfolgreich. Die palästinensische Autonomiebehörde wird immer schwächer. Ihr entgleitet die Kontrolle immer stärker. Immer mehr suchen junge Milizionäre den bewaffneten Kampf. Und es gibt leider niemanden, der einen Plan hat oder der eine Vision hat, wie auch nur ein erster Schritt zu mehr friedlichem Zusammenleben aussehen könnte. Und auch diese rechtsgerichtete Regierung, die Regierung in Israel ist natürlich nicht gerade dazu angetan, jetzt weniger Öl ins Feuer zu gießen, sondern zum Teil wird es eben noch angeheizt, wenn zum Beispiel ein Minister Ben-Gvir die Legalisierung von Siedlungen durchsetzt als konkrete Vergeltungsmaßnahme wiederum für einen Terroranschlag in Israel. Mit Blick darauf, dass die Fronten so verhärtet sind, Sie haben eben die USA angesprochen, wer hätte denn da das Potenzial, wer könnte denn da als Vermittler sonst überhaupt auftreten? Also das ist schon seit langem so, eigentlich nur die USA. Die EU wird nicht als wirklicher Partner wahrgenommen, beziehungsweise auch nicht als möglicher Machtpunkt, an dem man sich orientieren muss. Deutschland sicher auch nicht. Deutschland hat sicherlich Einflussmöglichkeiten, es gibt gute Beziehungen. Aber wenn, dann sind es nur die USA, die mehr Druck ausüben könnten. Übrigens nicht nur auf Israel, sondern auch auf die palästinensische Seite. Bloß in den USA, das wird offen eingestanden, gibt es eben niemanden, der dazu wirklich zu Maßnahmen greifen will. Denn dazu müsste natürlich Druck auf beide Seiten aufgebaut werden. Und was Israel anbelangt, ist das der Punkt, wo die USA immer zurückschrecken. Bevor richtiger Druck ausgeübt wird, schreckt man eben zurück, weil Israel der wichtigste Verbündete ist. Umgekehrt bei der Palästinenserbehörde wird immer viel Geld, noch mehr Geld gegeben, weil man eine weitere Radikalisierung verhindern will. Aber ob das wirklich gelingt, ist die Frage. Herr Beverunge, jetzt gibt es diesen Konflikt auf der einen Seite zwischen Israel und Palästina. Auf der anderen Seite gibt es gerade auch massive Proteste, die die israelische Innenpolitik betreffen. Stichwort Justizreform. Zehntausende Menschen, die da quasi täglich auf die Straße gehen. Können Sie uns noch mal erklären, wo hakt es da? Wo ist da der entscheidende Punkt? Warum wühlt das so viele Menschen auf? Ja, Israel hat im Moment einen Kampf an zwei Fronten, einmal im Westjordanland und einmal eben an der innenpolitischen Front. Das erste ist zunächst mal, dass wir eine rechtsgerichtete Regierung haben, die nur aus Likud
und Ultraparteien besteht, Ultraorthodoxen und Ultranationalisten, Zionisten. Da sind offene Rechtsextremisten dabei, Rechtsradikale, Rassisten. Benjamin Netanyahu hat sie ins Amt gehievt und sie sind mit einer klaren Mehrheit gewählt worden. Aber im Gegensatz zu Deutschland, wo es eben in der Verfassung Checks and Balances gibt, vor allem was zum Beispiel sowas wie Gewaltenteilung anbelangt, hat diese Regierung sich entschlossen, Hand an die Gewaltenteilung zu legen, zum Teil aus ganz persönlichen Interessen. Es gibt einen ultraorthodoxen Minister, der wieder ins Amt wird, wo das oberste Verfassungsgericht gesagt hat, das geht nicht. Benjamin Netanyahu hofft sich, dass er irgendwann um seine Prozesse herumkommt, indem er vielleicht Einfluss auf die Richterbesetzung nehmen kann. Also es sind sehr, sehr persönliche Argumente dabei. Insgesamt versucht man eben mit dem Argument, wir sind gewählt, Grundfesten der Verfassung wie die Gewaltenteilung, die eigentlich als Basisprinzip zu jeder demokratischen Gesellschaft, wenn sie denn noch demokratisch sein soll, dazugehören, zu schleifen, indem man eben das Richtergremium die Besetzung beeinflussen will und eben die Möglichkeit, dass das oberste Verfassungsgericht als Kontrollinstanz in den Gesetzgebungsprozess eingreift, wie es in jedem demokratischen Staat und in Deutschland auch üblich ist, das will man eben abschaffen, indem die Knesset mit einer Mehrheit solche Entscheidungen überstimmen könnte. Dann ist die Gewaltenteilung aufgehoben und dann ist es in gewisser Weise das Ende des demokratischen Staates hier. Jetzt hat Netanyahu ja deutlich gemacht, dass er das mit aller Entschlossenheit auch durchziehen möchte, diesen Reformprozess zu einem Ende bringen möchte, auch wenn das ja einige Zeit auch noch dauern kann. Jetzt hat selbst Präsident Herzog dazu aufgerufen, einen Kompromiss stattdessen lieber auszuarbeiten mit der Opposition. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass da dieser Pfad dann doch noch beschritten wird, der Pfad des Kompromisses? Also das kommt darauf an, wie weit dieser Kompromiss gehen kann, weil in der Grundfrage gibt es eigentlich nur Hopp oder Top. Da gibt es keinen Kompromiss mit ein bisschen Überstimmen, sondern die Frage ist, ist der oberste Gerichtshof weiterhin in der Lage, seine Form der Kontrolle der Judikative auszuüben oder übernimmt die Regierung die komplette Kontrolle eben auch über die Judikative? Und dazwischen einen Kompromiss zu finden, ist sehr schwierig. Grundsätzlich hat sogar Netanyahu Gesprächsbereitschaft angekündigt, aber wie es zwischen diesen beiden Polen einen Kompromiss geben soll, auch die Opposition sagt, eigentlich kann es keinen geben, das weiß ich auch nicht vorauszusagen und wage ich nicht vorauszusagen. Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Michael Beverunge zur angespannten Lage aktuell im Nahen Osten. Vielen Dank für das Gespräch.